Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich mache heute mal wieder meine Dattelkugeln und ich glaube, ich habe euch das Rezept entweder noch nicht gezeigt oder vor einer total langen Zeit mal gezeigt, als meine Videos noch richtig schlecht waren. Und deshalb dachte ich, dass ich das mal wiederholen könnte. Oder zum ersten Mal machen könnte, was auch immer. Es gibt unzählige Variationen von diesem Rezept. Ihr könnt anderes Getreide nehmen, ihr könnt andere Nüsse nehmen, ihr könnt sogar andere Trockenfrüchte nehmen. Aber das Grundrezept ist einfach immer, dass ihr euch Haferflocken nehmt und dazu vielleicht ein paar Nüsse. Ich habe jetzt hier einfach mal grobe Haferflocken genommen und dazu Walnüsse. Und wenn ihr es mögt, könnt ihr die dann noch in euren Mixer schmeißen und die ein bisschen klein machen, dass die so zu einer leichten Puderkonsistenz werden. Das finde ich immer ein bisschen angenehmer zum Kauen, aber ihr könnt es auch ganz lassen, wenn ihr wollt. Anschließend nehmt ihr euch Datteln oder andere Trockenfrüchte und zermatscht die mit einer Gabel. Ich mache mal so ein Verhältnis von ungefähr 4 bis 5 Medjool-Datteln zu so einer guten Tasse Haferflocken. Wenn die Trockenfrüchte zu trocken sein sollten, dann könnt ihr einfach ein bisschen Wasser dazugeben oder auch Pflanzenmilch oder auch einen Fruchtsaft. Das kann nochmal so eine ganz tolle Geschmacksnuance geben. Zermatscht das einfach mit einer Gabel, bis ihr fertig seid. Dann gebt ihr alles zusammen in einen Behälter, vielleicht nicht in so einen kleinen Behälter, den ich jetzt hier genommen habe, der war wirklich ein bisschen klein. Und dann fangt ihr mit euren Händen einfach an, das schön rumzumatschen und das zu einem Teig zu zerkneten. Anschließend könnt ihr den Rest von eurer Haferflocken-Nussmischung noch auf dem Brett, wo ihr das dann drauf ausrollen wollt, einfach verstreuen. Dann nehmt ihr mal ein bisschen von der Mischung, die ihr gerade verknetet habt, rollt das zu einem Ball. Dann rollt ihr das auf dem Puder aus, was jetzt noch auf eurem Brett ist. Ihr könnt da auch kleine Nussstückchen nehmen oder so, wenn ihr es ein bisschen edler haben wollt. Das gibt auch nochmal eine ganz tolle Geschmacksnuance rein. Und dann seid ihr fertig. Also das ganze Rezept dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, vielleicht 10 Minuten mit dem ganzen Abwasch noch. Und dann seid ihr fertig und ihr habt ein gesundes Rezept, eine gesunde Zwischenmahlzeit für zwischendurch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich hier abonnieren oder weitere Videos von mir sehen. Wir sehen uns dann.